Dann herzlich willkommen alle zusammen. Ich muss jetzt leider zur Präsentation schauen, weil ich das heute sehr spontan mache. Wir werden heute von Max Blumstock etwas hören zu Creative Commons Repository für medizinische Metadatenmodelle zur Harmonisierung der Gesundheitsversorgung. Das ist ein sehr langer Satz. Ich bin sehr gespannt, was du zu uns erzählen hast, weil ich glaube, zeitmäßig ist alles ein bisschen eng. Und dann bühnenfrei, viel Spaß. Danke dir, dass du heute hier bist. Alles klar, vielen Dank für die Anmoderation. Also nochmal kurz zu mir, mein Name ist Max Blumstock. Ich wäre heute gern mit einem Kollegen von mir da gewesen, Christian Niklas, der kann leider persönlich nicht anwesend sein, steht aber mit auf den Folien. Er ist seinerseits Anästhesist. Mal kurz zu meiner Person, damit Sie mich auch ein bisschen einordnen können. Ich bin vom Institut für Medizinische Informatik am Uniklinikum Heidelberg und mein, ich sag mal, akademischer Werdegang hat dort auch mit einem Medizinstudium zunächst begonnen. Das habe ich bis zum Physikum gemacht und dann aber mehr so die technische Seite an mir selber entdeckt und dann mein Bachelor-Master in Medizininformatik ebenfalls in Heidelberg-Heilbronn absolviert und arbeite jetzt dort seit 1,5 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Ziel auf eine Promotion. So, worum soll es heute überhaupt gehen? Also generell soll es heute vor allem ganz allgemein gesprochen mal um die Standardisierung und die gemeinsame Nutzung von medizinischen Metadatenmodellen gehen und darum, welchen Beitrag man damit vielleicht auch leisten kann, um die Erhebung, also die digitale Erhebung von Patientendaten zu verbessern. Dazu soll es zunächst mal so einen kurzen Status quo geben. Ich mache das immer so ein bisschen am Beispiel Uniklinikum Heidelberg, weil ich es da halt einfach gut kenne. Ich denke, das ist übertragbar auf andere Uniklinika. Und es geht erstmal darum, wo stehen wir überhaupt? Und im Folgenden möchte ich Ihnen dann einen kurzen Einblick in drei unserer Systeme geben. Das ist einmal das MDM-Portal. Das ist quasi unser Portal, in dem die ganzen Metadatenmodelle gespeichert werden. Das MDR, das ist wie eine Art Register, was man nutzen kann zur Wiederverwendung von einzelnen Formularinhalten, zur einfachen Erstellung. Ich werde da später noch genauer drauf kommen, was das ist. Und dann noch als vierten Punkt OpenEDC, das ist ein Open Source Electronic Data Capture Tool, also zur Erfassung von Patientendaten auf Basis dieser Formulare. Das Ganze läuft also so irgendwo zusammen. Und da ich immer denke, dass man Sachen lieber sieht, als sie nur erzählt zu bekommen, gibt es da noch eine kurze Live-Demo. Und ich stehe anschließend gern für Fragen zur Verfügung. Genau, zum Status quo. Also bei uns im Klinikum beobachtet man, dass noch sehr viel Papierdokumentation betrieben wird. Ich würde sagen, fast ausschließlich, wenn es um Patientenbefragungen geht. Und es ist dann oft so, dass zwar durchaus digitale Files irgendwo geführt werden, die werden dann oft als Excel-Datenbanken bezeichnet. In mir als Informatiker sträubt sich da immer ein bisschen was, wenn ich Excel und Datenbanken zusammenhöre. Und also die sind einfach in der Qualität sehr unterschiedlich. Teilweise ist es einfach wirklich eine Sammlung von irgendwelchen Werten aneinandergereiht. Manchmal sind sie ein bisschen besser strukturiert, aber generell ist halt die Datenqualität von diesen Excel- oder oft einfach CSV-Files sehr unterschiedlich gut. Sie sind nicht wirklich vergleichbar und wir hören dann oft sowas wie, ach ja, das nutzt auch CSV, super, das können wir ja dann auch einfach für uns verwenden. Und dann wird festgestellt, ja hoppla, das ist ja ganz anders aufgebaut, das File. Und genau. Warum werden EDC-Systeme bisher so wenig genutzt im Klinikum? Gute Frage. Zum einen sind sie teilweise einfach teuer. Also es gibt kommerzielle EDC-Systeme, die sind sehr teuer. Zum anderen hat man ein bisschen Angst, sich irgendwie an einen Standard zu binden, weil dann überlegt man so ein bisschen, ja, okay, was machen wir, wenn wir jetzt von diesem System wieder weg wollen? Können wir dann unsere Daten einfach mitnehmen oder liegen die dann im Standardform? Wir wissen nicht, was wir damit anfangen können. Und da ist manchmal einfach CSV und Excel die einfachere Lösung leider. Teilweise sind sie auch einfach in der Benutzung zu komplex. Ein Beispiel hierfür wäre, was wir jetzt so beobachtet haben, Simplifier für FHIR-Ressourcen letztlich. Also damit kann man auch Formulare letztlich im FHIR-Format erstellen, bearbeiten und auch suchen. Aber der ist in der Anwendung etwas sperrig, sage ich mal, und Kliniker haben allgemein chronisch zu wenig Zeit, sich in irgendwas einzuarbeiten. Genau, was sind also unsere Ziele mit dem MDM-Portal? Also einmal, wir wollen eine offene Plattform bereitstellen, über die medizinische Formulare ausgetauscht und zur Verfügung gestellt werden können. Das Ganze eben unter Creative Commons Licenses, das ist daher auch der Titel. Wir legen viel Wert auf semantische und syntaktische Interoperabilität der Files. Wir möchten einen leichten Zugang für klinisches Personal und das Ganze nach dem FAIR-Prinzip, also findable, accessible, interoperable, Entschuldigung, und reusable. Genau, hier mal so ein kurzes Schema. Also oben sehen Sie unser Portal für Metadatenmodelle. Das ist das MDM-Portal, das ist quasi das Kernstück, die Sammlung von allem. Das MDR habe ich schon angesprochen, ist eher so ein Register. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Und dann eben noch OpenEDC als Datenerhebungstool, was den gleichen Standard nutzt. Ich werde zunächst mal auf das Portal eingehen.
Zwar, was ist das MDM-Portal ist überhaupt? Also es ist, wie schon gesagt, eine Plattform für medizinische Datenmodelle. Es wurde DFG gefördert und über die letzten 10 Jahre etwa vor allem mehrheitlich an der Universität Münster entwickelt und jetzt seit 1,5 Jahren eben in Heidelberg. Unser neuer Institutschef hat das Projekt aus Münster mitgebracht. Und es ist so, dass wir inzwischen an die 24.000 Datenmodelle oder etwas mehr vielleicht auch haben, alle eigentlich irgendwo aus dem klinischen Kontext, sehr viel aus dem Bereich Therapie und Anamnesebögen und das Ganze ist natürlich mehrsprachig gehalten. Was sind unsere Ziele jetzt speziell mit diesem MDM-Portal? Also wie gesagt, wir streben eine Wiederverwendung von Formularen an. Wir denken, es sollten nicht die gleichen Ressourcen immer wieder erstellt werden an verschiedenen Standorten, wenn es die schon gibt. Wir wollen semantische Annotation, da werde ich auch noch genauer drauf zu sprechen kommen, kurz was das ist. Letztlich versehen wir alle Fragen mit Ontologietermen, das heißt mit einem medizinischen Wörterbuch, um sie einfach sprachunabhängig zu halten. Und wir wollen eine standardkonforme Darstellung, das heißt, wir wollen nicht irgendwie einfach ein PDF-Container sein für Formulare, bei denen dann wieder nicht weiß, in welchem Format steht es da drin, sondern die sollen alle dem gleichen Standard folgen. Und ja, wir hoffen, dass davon Ressourceneinsparungen, materiell und personell, weniger Parallelentwicklungen, dann allgemein eine erleichterte Erhebung von, also digitale Erhebung von klinischen Daten und bessere Vergleichbarkeit, vor allem für Studien. Dazu bietet das MDM-Portal eben Möglichkeiten zum Bereitstellen, Editieren und Finden von Formularen. Ich werde das nachher live auch noch zeigen. Wir haben ein Versionsmanagement. Man kann neue Versionen anlegen, wenn man irgendwie eine Änderung vornehmen möchte an dem Portal. Das Ganze kann mehrsprachig gehalten werden. Das ist vor allem auf den ODM-Standard zurückzuführen, den wir nutzen. Auch den werde ich noch kurz vorstellen. Nur kurz, das ist ein XML-Standard von CDISC. Und wir haben vor allem die Möglichkeit, und das ist vielleicht interessant, gerade wenn man viel Zeit in den Entwurf von Formularen gesteckt hat. Also man denkt bei Formularen gerne mal an so einen einseitigen Bogen und denkt ja, okay, was ist da schon groß dabei? Aber es gibt wirklich sehr umfangreiche Formulare, die lange brauchen, um sie zu entwickeln. Und wir können auch DOIs dafür vergeben. Direkt. Und ja, bei der Veröffentlichung hat man die Wahl unter verschiedenen CC-Lizenzen. Wir bieten außerdem Konverter zu anderen Standards wie FHIR, CSV oder Excel. Wir kommen von CSV und Excel leider dann doch nicht ganz weg. Und aber auch R und SQL. Jetzt kurz zu den semantischen Annotationen. Wir nutzen UMLS-Codes. UMLS steht für Unified Medical Language System. Das ist ein Projekt von der National Library of Medicine und hat zum Ziel, verschiedene Terminologien und Klassifizierungen im medizinischen Kontext wie SNOMED und LOINC, könnte dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein, oder ICD-10-Codes auch, entsprechend zu vereinen unter einem Dach und quasi diese Wörterbücher so ein bisschen aneinander anzugleichen. Für die Annotation von diesen Fragen, also wir sehen die, wie gesagt, alle mit diesen Codes, braucht man medizinisches Personal. Das ist wichtig, es gibt, ich glaube, um die 5 Millionen Konzeptterme so etwa in UMLS, also wahnsinnig viele, und da muss man einfach drin geschult sein, was die Annotation angeht. Der Vorteil davon, warum machen wir das, warum stecken wir da so viel Zeit rein und Arbeit, ist, letztlich werden Formulare dadurch sprachlich unabhängig. Also man muss die Ausgangssprache gar nicht mehr verstehen, wenn Codes korrekt vergeben wurden auf eine Ursprungssprache. Dann kann ich später nur die Codes einfach nehmen und sehe, okay, das ist der und der Code. Ich kann nachschlagen im UMLS-Werk, okay, für was steht der denn in meiner Sprache und somit das Formular übersetzen, ohne die Sprache ursprünglich überhaupt zu kennen. Gleichzeitig bietet es halt Vergleichbarkeit zwischen Fragen, die vielleicht die gleichen Codes zugewiesen haben, aber unterschiedlich formuliert wurden, dennoch den gleichen Inhalt prinzipiell besitzen. Hier ist mal so ein kurzes Beispiel, also ITS-Aufnahme geplant, das ist Intensivstation. Und da wurden jetzt einfach die zwei Codes für vergeben. Das ist Admission to Intensive Care Unit und Planned. Und die zwei kombiniert ergeben dann einfach die Bedeutung dieses Items. Und womöglich übersetzen wir das auch automatisch in SNOMED und LOINC Codes. Genau, jetzt könnte man sagen, wenn das so viel Zeit in Anspruch nimmt, warum nicht automatische Annotation? Bietet sich doch an. Es gibt Sprachmodelle, es gibt in der KI-Forschung viele Fortschritte. Kann man das nicht nutzen? Ist im medizinischen Kontext teilweise sehr schwierig tatsächlich. Oft sind die Inputs einfach keine ganzen Sätze, sondern Stichwörter aneinandergereiht oder mal sind es auch ganze Sätze, also es ist einfach sehr inkongruent und es ist ein sehr spezifisches Vokabular. Und wenn dann noch die deutsche Sprache dazukommt, dann wird es sowieso noch mal schwieriger. Wir haben das mit MidCat mal ausprobiert, das ist so ein Tool. Für SNOMED im Englischen funktioniert das ganz gut, für kurze Sätze oder Teilsätze, aber im Längeren dann auch schon nicht mehr, leider. Semi-automatische Annotationen sind sicherlich denkbar. Das können wir jetzt leider noch nicht, aber das ist was wir in Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten wollen. Des Weiteren sind da leider Fehler, gerade im medizinischen Umfeld,
sehr kritisch. Also wenn ein Formular falsche Codes bekommt, daraufhin wird es falsch übersetzt anhand dieser Codes, dann hat man in verschiedenen Sprachversionen von Formularen unterschiedliche Fragen letztendlich abgedeckt. Das darf natürlich nicht passieren. Wir haben einige Kooperationen rund ums MDM-Portal am Laufen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr im Einzelnen darauf eingehen. Es sei nur gesagt, wir stehen generell im Austausch, zum Beispiel mit dem NFDI oder auch dem DBGAP. Das ist eine, ist die Database of Phenotypes and Genotypes, eine Untereinheit vom National Center of Biotechnology Information. Das wiederum gehört zur National Library of Medicine. Und wir befinden uns mit diesen Parteien im Austausch, was Formulare angeht, annotieren die und verweisen gegenseitig auf die Quellen. Genau, dann jetzt vielleicht kurz zum MDR, was ich gerade erwähnt hatte. Dazu brauchen wir einen kurzen Exkurs zum ODM-Standard. Ich denke, das ist schon wichtig, den ganz kurz vorzustellen. Ich weiß, Standards sind trocken. Ich werde es nicht so ausführlich machen. Das ist einfach allgemein ein recht hochstrukturierter XML-Standard von CDISC. Und Formulare bestehen einfach aus geschachtelten Elementen. Also man hat dann einfach entsprechend Forms, darunter hat man Itemgruppen, sind es, das sind Fragegruppen quasi, und darunter nochmal Fragen. Also es ist einfach ganz hierarchisch aufgebaut. Und weshalb sich eigentlich für diesen Standard entschieden wurde damals schon, ist, dass er von der FDA und PMDA verlangt wird. Die FDA ist die Federal Drug Agency und die PMDA ist aus Japan die Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Und für Studien werden eben diese Studienformulare dann im ODM-Format verlangt. Das sieht dann etwa so aus. Ich habe das Wichtige mal rot markiert. Ich habe schon gerade gesagt, es gibt diese Forms und Itemgruppen und Items. Und zusätzlich habe ich mal noch diesen Alias markiert. In dieser Form vergeben wir dann unsere semantischen Codierungen. Den muss sich jetzt auch niemand merken, nur damit man es etwa einordnen kann. Damit ich nämlich jetzt erklären kann, was das MDR eigentlich macht. Also das MDM-Portal, das speichert diese Formulare einfach komplett als ein XML-File. Das hat einfach Performance-Gründe. Und wir wollten aber gerne, dass die noch besser durchsuchbar sind. Und dafür gibt es das MDR. Das heißt, wenn so ein Formular erstellt wird, wird es ans MDR geschickt und das MDR zerlegt es dann erstmal in die ganzen einzelnen XML-Elemente und legt für jeden einen Index an, einen Solar-Index bei uns. Und über diesen Index kann dann später über eine REST-Schnittstelle entsprechend können Items oder Itemgruppen gefunden werden zur Wiederverwendung. Also ich kann dann zum Beispiel später sagen, ich hätte gerne ein Item zum Alter und dann kann im MDR gesucht werden, gibt es denn da schon was? Und dann kann ich das direkt übernehmen und die semantische Codierung und so ist da alles schon mit drin. Das heißt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Genau, dann noch zu OpenEDC jetzt, das Tool, was wir nutzen zur Erhebung. Es baut auf dem gleichen Standard auf. Ich denke, das kann man sich schon denken, dass es eben auch den ODM-Standard nutzt. Es ist ein Open-Source-EDC-System, komplett JavaScript-basiert und besteht aus einem Client und einem Server. Und prinzipiell kann man das im Browser komplett ohne Installation erstmal nutzen, muss gar nichts machen. Werde ich auch noch zeigen. Und es ist entstanden während einer Doktorarbeit in Münster und wird seit anderthalb Jahren von uns in Heidelberg weiterentwickelt. Genau, das so sieht jetzt etwa so eine Erhebungsoberfläche aus. Nur ganz kurz, also es ist alles relativ simpel gehalten, bewusst simpel gehalten, damit es für Kliniker eben auch intuitiv nutzbar ist. Man hat dann links so eine Probandenansicht. Ich habe da erstmal so ein Beispielpatient mit angelegt und kann dann letztlich, also Ereignisse sind in dem Fall Übergruppierung von Formularen einfach. Und man kann dann direkt die Formulardaten erheben. Die Bearbeitungsansicht ist ganz ähnlich. Auch hier wieder der Hintergrund, keep it simple. Soll für Kliniker intuitiv zugänglich sein und nicht erstmal eine einwöchige Einarbeitungsphase benötigen. Und hier hat man eben einfach diese verschiedenen Elemente aus Formularen, Gruppen und Fragen einfach nebeneinander und kann sich hierarchisch durchklicken und entsprechend welche eintragen. Genau. OpenEDC ermöglicht damit die sehr schnelle Gestaltung von Fragebögen, auch für Kliniker. Wir haben da auch relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Es ermöglicht die direkte Erfassung von Daten in der Browser-Datenbank, also in der IndexDB. Man kann also theoretisch direkt anfangen mit der Erhebung und es ist auch eine direkte Nutzung von Formularen aus dem MDM-Portal natürlich möglich. Also man kann die importieren, direkt anfangen. Und außerdem bietet es eine Schnittstelle zum MDR. Genau, was haben wir seitdem in Heidelberg jetzt eigentlich gemacht? Also letztlich kann man jetzt sagen, ja Moment, Datenerhebung im Browser, im klinischen Umfeld, vielleicht nicht so toll, was Datensicherheit angeht, was Backups angeht, was verteiltes Arbeiten angeht. Das ist völlig richtig, dafür gibt es eben eine Serverkomponente, die separat läuft, auch JavaScript-basiert und die haben wir einfach containerisiert für ein erleichtertes Deployment. Wir haben einen ausführlichen Editor dazu entwickelt für Fragebögen, der es den Klinikern nochmal
erleichtern soll oder es beschleunigen soll, Formulare zu erstellen und zu verändern mit Features wie Drag and Drop, Bulk Editing etc. Wir nutzen ihn inzwischen auch komplett als Editor fürs MDM-Portal, also die sind schon direkt verknüpft. Und es bietet noch einen UMLS-Editor, um die semantische Codierung, die ich vorher erwähnt habe, zu erleichtern. Das Wichtigste ist wohl die KISS-Anbindung in Heidelberg jetzt bei uns. Also wir haben das System direkt an das ISH-Med in Heidelberg angebunden. Patienten können jetzt am Tablet Fragebögen ausfüllen. Daraus wird dann ein PDF erzeugt. Das PDF wird im ISH-Med über eine HAL7-Schnittstelle abgelegt und die strukturierten Daten aber parallel im ODM-Standard beibehalten auf einer separaten Maschine. Und von dort können Sie dann für zum Beispiel zur Auswertung von Studien leicht herangezogen werden, eben in einem etablierten Standard. Das war auch eine Key-Anforderung, denn genau da wollen wir ja eigentlich hin, dass nicht zuerst auf Papier erhoben wird, dann wird es übertragen in einen Excel-File, der Papierbogen wird dann wiederum gescannt und mit dem Papier weiß dann keiner, was er machen soll. Deswegen lieber direkt die digitale Erhebung. Genau, von klinischer Seite ist das Ganze auf sehr großes Interesse gestoßen bei uns. Also wir haben viele begeisterte Assistenzärzte, die mehr Digitalisierung wollen im Krankenhausumfeld. Und hier mal so ein Satz zur Fragebogenerstellung war, also wenn selbst ich als Arzt das kann, dann kann das jeder. Das bezog sich jetzt einfach auf die Nutzung des Editors, also ist wirklich intuitiv nutzbar. Es gibt auch eine Schattenseite, teilweise ist natürlich doch immer wieder zu wenig Zeit da und dann schlafen vielleicht Kooperationen wieder ein bisschen ein, dann muss man nachhaken. Teilweise liegt es an den hierarchischen Strukturen, dann hat der Assistenzarzt total Lust, aber der Oberarzt hat irgendwie ein bisschen Bedenken oder ja, was machen wir, wenn es dann nicht das Richtige für uns ist, kommen wir da dann wieder weg und dann bleibt man beim Alten. Dennoch würde ich sagen, so etwa, wir haben jetzt so 10 recht gut laufende Kooperationen innerhalb vom Klinikum mit Abteilungen, die das System nutzen mit iPads für Patienten und zusätzlich ist es auch noch an einem anderen großen Klinikum in Deutschland gerade in der Erprobung. Genau, jetzt würde ich sagen, ich zeige Ihnen das doch am besten einfach mal. Das ist sicherlich dann auch ein bisschen verständlicher noch. So, also das hier ist, können Sie das nicht sehen, noch nicht, warum nicht? Eine Idee. Eigentlich sollte das hier im Vordergrund sein. Nee. Ja, der ist angeschlossen. Ja, bei denen habe ich die Präsentation gemacht. Ja, die ist noch offen. Wir können die mal zumachen einfach komplett. Sollte das jetzt wissen. Okay, wunderbar. Danke sehr. Hier sieht man das MDM-Portal. Die Startseite, wenn man da runterscrollt, sieht man, wir haben hier so einen kleinen Donut. Da sieht man, wir haben jetzt 18.905 klinische Studien im Portal. Und man kann da dann auch noch ein bisschen filtern. Also zum Beispiel hier, jetzt haben wir aus der Pathologie und Histologie 141 Stück. Danach könnte ich jetzt direkt suchen und hätte dann hier eine Übersicht der Formulare mit Namen entsprechend. Wir filtern jetzt mal nicht, sondern wir suchen jetzt mal nach Intensivmedizin. Und hier links hat man die Stichworte, die können vergeben werden für Formulare bei der Erstellung. Nach denen kann dann noch weiter gefiltert werden. Also wir sagen mal, wir wollen jetzt nur Registerdaten und schauen uns jetzt einfach mal den Kerndatensatz Intensivmedizin 2010 an. Man hat dann hier links so eine Beschreibung, oft noch einen Link auf die Quelle einfach, wo das Ganze herstammt. Die vergebenen Stichworte, hier unten natürlich wichtig die Lizenz, die man dafür letztlich ausgewählt hat. Das wählt natürlich der Uploader selber aus. Und genau, hier wurde jetzt keine DOI beantragt, könnte man aber wie gesagt tun. Und hier sieht man jetzt dann auch, wenn man diese Items da im Detail anschaut, dass dafür alle eben diese UMLS-Codes vergeben wurden. Also das wurde nicht nur auf Item-Ebene gemacht, sondern hier auch auf Item-Gruppen-Ebene. Und so ist eben dieses ganze Formular strukturiert. Wir haben noch eine etwas, eine Detailansicht, sage ich mal. Da kann man sich das dann noch etwas kompakter anschauen. Und dann sieht man hier einfach die ganzen Items gelistet, auch zusammen mit den vergebenen Codes. So, was wir jetzt aber machen können, oder wenn wir jetzt sagen, okay, das Formular interessiert uns, was mache ich denn jetzt? Dann können wir einfach hier letztlich draufklicken, mit der Datenerfassung beginnen. Ich hatte hier schon ein Projekt geladen, deswegen fragt er mich, ob ich es überschreiben will. Wir machen das jetzt mal und jetzt habe ich das Projekt schon in OpenEDC geladen. Und ich könnte hier jetzt also direkt anfangen und einen Probanden anlegen. Ich nenne den jetzt auch einfach Proband und könnte direkt hier mit der Erhebung der Strukturdaten beginnen. Genau, das Ganze dann natürlich entsprechend auch speichern. Ich fülle sicherlich nicht alle 5 Formulare aus, das ist klar, aber damit Sie einen Eindruck bekommen.
Man kann das ganze Projekt dann auch exportieren für sich als ODM-Projekt oder halt die klinischen Daten dann doch auch wieder als CSV, weil es, wie gesagt, recht häufig doch noch erwartet und verlangt wird. Und daher gibt es diese Option. Jetzt gehen wir mal in den Formularentwurf. Ich will nur zeigen, dass die Bearbeitung allgemein auch relativ einfach ist. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, Alter des Patienten, warum auch immer man das tun sollte, es ist nur ein Beispiel. Wir sagen jetzt mal, wir wollen irgendwie eine Wahlmöglichkeit beim Alter und wir wollen jetzt einfach sagen können, okay, man soll jetzt nur noch auswählen, ist man A irgendwie älter als 20 oder B 20 oder jünger. Wie gesagt, könnte es ja mal geben. So, das war's schon. Dann hat man das geändert und wenn wir jetzt ein neues Item anlegen wollen und sagen, wir wollen zum Beispiel noch irgendwie Herzprobleme erfassen, das fehlt uns hier drin, wir wollen das aber abfragen. Und wir wollen jetzt hier aber nicht alles selber eingeben, also nicht Übersetzungen und den Datentyp auswählen etc. Dann können wir eben hier diese MDR-Suche benutzen. Und das ist jetzt quasi das, was ich gesagt habe. Dahinter stehen jetzt diese ganzen Indizes vom MDR, suchen jetzt so Herzprobleme. Man sieht, das funktioniert auch sprachübergreifend. Und dann kann ich dieses Item hier hinzufügen. Er fragt mich noch, ob ich die ganze Codelist, also die Auswahlmöglichkeiten, mit übernehmen möchte. Ich will das natürlich machen und schon habe ich das Item in meinem Formularbogen drin. Also ja, alles relativ intuitiv nutzbar. Wir haben dann hier noch eine, wie gesagt, das ist der zusätzliche Editor, eine etwas kompaktere Übersicht. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, also wir müssen hier erstmal unser Formular auswählen, das war gerade der Aufnahmestatus. Und wenn wir jetzt sagen, das ist uns irgendwie hier zu weit unten als neue Frage, dann ziehen wir das eben einfach hier oben hin und können das dann einfach per Drag and Drop hier irgendwo, wo auch immer wir es haben wollen, sagen wir einfach mal direkt unterm Alter, ablegen und das war's. Also alles ja recht leicht nutzbar. Hier sehen wir es noch, neue Frage, ist irgendwie blöd, sollte eher Herzprobleme heißen. Also können wir das auch noch gerade schnell einfach anpassen. Dazu gibt es auch noch, wie gesagt, den YAML-S-Editor, den zeige ich noch mal kurz. Und jetzt einfach mal für den Fall, dass wir jetzt sagen, wir wollen da noch irgendwie den Code für Alter hinzunehmen, können wir jetzt einfach nach Age suchen und dann werden uns eben Vorschläge vom MDR gemacht, was für Codes dafür schon vergeben wurden und welche sich anbieten würden mit der entsprechenden Übersetzung dahinter. Und wir können dann sagen, also wir nehmen den jetzt hier einfach mit rein, weil es handelt sich um ein altersbezogenes Herzproblem zum Beispiel. Dann speichern wir das Ganze und ja, das war es auch schon. Und genau, das war es jetzt eigentlich so mit dem, was ich Ihnen erstmal zeigen wollte, beziehungsweise ich kann Ihnen noch kurz zeigen, damit Sie mir auch glauben, wir haben hier gerade Daten aufgenommen und wenn ich die Seite entsprechend aktualisiere, sind die natürlich auch immer noch vorhanden, weil sie, wie gesagt, in der Browser-Datenbank einfach gespeichert werden. Jetzt gehen wir nochmal zurück kurz auf die Folien. Genau, was ist also jetzt allgemein unser vorrangiges Ziel des Ganzen? Wir wollen allgemein Doppelarbeit vermeiden. Wir denken, Ressourcen können sowohl materiell als auch personell sinnvoller eingesetzt werden, als das Gleiche immer wieder zu tun. Wir wollen Interoperabilität schaffen. Wir wollen also eine ja, vielfältige Nutzung ermöglichen und vor allem auch einen einfachen Wechsel zu anderen Systemen. Zum Beispiel Marvin wäre ein kommerzielles System, was auch den ODM-Standard nutzt. Wir wollen Vergleichbarkeit unter Studien. Und wir wollen vor allem einen einfachen Zugang für Kliniker, weil wir denken, wenn wir Klinikern keine Möglichkeit bieten, die einfach nutzbar ist und schnell nutzbar, dann wird sich wahrscheinlich an diesem Zustand, dass Papierfragebögen verwendet werden, auch so schnell nichts ändern. Denn, wie gesagt, es herrscht wenig Zeit und letztlich steht und fällt alles wirklich sehr häufig einfach damit, ob die Zeit vorhanden ist und ob der Wille da ist, sich in etwas einzuarbeiten oder nicht. Das heißt, je simpler das Ganze ist, desto größer sind die Chancen, dass wir da auch in dieser Richtung Fortschritte machen. Das Ganze ist sicher noch nicht perfekt, aber schon für viele Szenarien nutzbar, sieht man bei uns im Klinikum. Und ja, wir sind leider ein Institut, freudscher Versprecher, und kein Unternehmen. Und die Manpower ist dadurch natürlich sehr begrenzt. Wir arbeiten weiterhin an beiden Systemen, also vor allem am Portal und OpenEDC. Wir bieten die Plattform als solche, also beides ist komplett frei nutzbar. Und wir bieten medizinisches Know-how für semantische Annotationen. Was wir generell benötigen, sind strukturierte Inhalte. Also das ist tatsächlich noch so ein Problempunkt für uns. Wie motiviert man andere Menschen, Kliniker, vor allem dazu, bei so etwas mitzumachen und nicht nur die Daten zu nutzen? Weil wir haben das durchaus, dass die Formulardaten genutzt werden.
Nur, dass man selber mal etwas bereitstellt, dass man sagt, okay, das ist der Bogen von unserer Station, den stellen wir zur Verfügung. Daran hapert es leider dann doch noch ein bisschen, teilweise. So, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Sie dürfen sehr gerne Rückfragen oder auch Anmerkungen an mich stellen. Gut, am besten einfach die Hand heben, wenn da Frage ist, und dann geht das Mikrofon weiter. Wenn sowas im Klinikalltag benutzt werden sollte, dann ist es ja irgendwie auch Teil von einer kritischen Infrastruktur, würde ich meinen. Wie sichert man das sozusagen ab, dass es da, ja, keine Ahnung, keine Probleme auftauchen, wenn man nicht mehr mit Papier arbeitet, sozusagen? Ja, berechtigte Frage. Also das ist natürlich so, wie gesagt, wir nutzen OpenEDC und das, was ich jetzt gezeigt habe, dieses öffentlich zugängliche, das ist nicht die Instanz, die wir im Klinikum nutzen. Also innerhalb des Klinikums ist alles abgeschirmt im klinischen Netzwerk, da kommt man von außen gar nicht drauf. Und die iPads sind auch entsprechend gesichert. Also das sind, letztlich kommt ein Großteil der Sicherheit schon dadurch, dass wir iPads nutzen, die speziell für den klinischen Gebrauch konfiguriert wurden und eben schon gar nichts anderes machen können. Und auch andere Geräte kommen von außen überhaupt nicht ins Kliniknetz rein. Also dadurch kommt schon ein großer Teil der Sicherheit. Und dann liegt das Ganze natürlich auch auf virtuellen Maschinen, alles innerhalb vom Kliniknetz. Das ist letztlich so der Hauptsicherheitsaspekt. Also wir nutzen da die Infrastruktur, die im Klinikum eben schon vorhanden ist an Servern und die auch schon entsprechend erprobt sind. Genau, ich komme so ein bisschen aus dem medizinischen Feld. Ich habe das Technische weitestgehend nicht verstanden, fand es trotzdem ganz interessant, sich anzuhören. Meine Frage, die Metadaten sollen ja auch für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ja. Da ist, wie läuft das mit dem Einverständnis tatsächlich praktisch ab? Wie funktioniert das? Weil ich da oft sehr große Bedenken habe, das immer wieder auch schwierig finde, wie die praktischen Abläufe da sind. Jetzt die, das Einverständnis von seinen... Der Betroffenen. Der Betroffenen. Also... Da muss ich, okay, gut, dass Sie das sagen. Es geht bei uns im Portal, da werden nur die Metadaten gesammelt. Das heißt, nur die Formulare an sich, da sind keine klinischen Daten drin von irgendwelchen Patienten. Das heißt, wir stellen letztlich die Formulare zur Erhebung der klinischen Daten bereit und wir erheben auch selber klinische Daten mit diesen Formularen in OpenEDC, aber wir stellen keine klinischen Daten zu irgendwelchen Anwendungszwecken zur Verfügung. Das heißt, also was das Einverständnis angeht, wenn für die Formulare, für die Nutzung der Formulare, das läuft über die Common Creative Lizenzen dann natürlich. Und letztlich, wenn Sie dann damit natürlich Patientendaten erheben, dann müssen Sie das Einverständnis von denen holen und das muss dann intern geklärt sein, dass Sie das für Ihre Auswertung nutzen dürfen. Also diese Verantwortung liegt dann letztlich beim Verwender der Formulare, dass er sich das Einverständnis der Patienten entsprechend einholt. Ja. Genau, also jetzt nur in der Anwendung im Klinikum, aber jetzt nicht, was die Bereitstellung der Formulardaten angeht, richtig. Ja, gerne. Zu dem Thema Datenspeicherung, also die Daten werden ja im internen Netz gespeichert, wie ich es richtig verstanden habe, in einer Datenbank, schätze ich mal, oder nur im IndexedDB vom Browser selbst? Nee, also es gibt, wie gesagt, diese Serverkomponente zusätzlich, wenn man die Daten persistieren möchte. Und da werden sie, ist tatsächlich im Filesystem, also es ist filebasiert das Ganze gespeichert. Das hat auch ein paar Vorteile, wenn es darum geht, zum Beispiel Backups wieder einzuspielen, dann machen Datenbanken manchmal Probleme, was dann die Integrität der Daten angeht. Wenn zum Beispiel Daten in der Zwischenzeit gelöscht wurden, weil jemand wollte, dass sie gelöscht werden, dann können sie gerade bei, wenn man relationale Datenbanken nimmt, teilweise bei Backups wieder mit reinwandern und das muss verhindert werden. Das ist mit filebasierten Systemen etwas einfacher. Und ja, wir nutzen daher das Filesystem auf einer virtuellen Maschine im Unikliniknetz. Gut, wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich herzlich im Namen von der Bits und Bäume und von jetzt mal allen Zuhörern bei Max Blumenstock, bei der Audience hier und bei den Zuhörern und Zuschauern online. Und ich denke, es ist nochmal ein Applaus wert. Danke.